Ja gut, ich will mal so einen Ausblick geben. Also ich arbeite ja schon immer an der Zukunft so ein bisschen und habe bei der IBM immer neue Geschäftsfelder hochgefahren. Also ich weiß ungefähr, wie schwierig das ist, irgendwas in der Welt zu verändern. Also das ist nicht so ohne. Ich will auch ein bisschen erklären, woran das liegt im Vortrag, also warum das so schwierig ist. Das liegt zum Teil daran, dass nur bestimmte Leute so idealistische zu Konferenzen kommen. Und sie haben dann meistens auch zu idealistische Ideen. Und die sind irgendwie nicht auf normales Bevölkerungsniveau runter realisierbar, sozusagen. Und das ist immer so ein bisschen die Problematik. Ja, ich bin jetzt seit 8 Wochen oder so Rentner. Also bei IBM hat man so schöne Verträge, so alte gehabt, wo man mit dem 60. Geburtstag einseitig erklären kann, dass ich in Pension gehe. Das habe ich gemacht. Und habe jetzt ein bisschen mehr Zeit für Weltverbesserung. So. Also ich habe sowieso immer alle möglichen Sachen angefangen in der Öffentlichkeit, so dass mein Boss dann öfter mal gesagt hat, das hat jetzt aber nicht so arg viel mit Computerverkaufen zu tun. Ja, so und jetzt kann ich das einfach so übergangslos weitermachen. Jetzt bin ich eher mehr bei Vorträgen als vorher. Also meine Frau hat gesagt, was ist jetzt hier mit einem Rentner und du könntest doch auch mal einen Rasen mähen. Da komme ich jetzt aber immer noch nicht. Ja, ich habe mich, vielleicht ist das der Grund, dass ich hier bin, ich habe also mal vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, so ganz leidenschaftlich, dass Deutschland neu aufbrechen muss. Also das handelt von der Industrieseite, da kann ich ganz kurz was dazu sagen, dass so alle großen Konzerne so quasi vor einer ganz großen Umwälzung stehen, die fast lebensbedrohend ist. Das macht nichts, sie verschwinden dann, kommen so Art Google, Amazon, Ebay und sowas hoch. Muss nicht Amazon sein, die zweitgrößte Internetfirma der Welt ist ja Otto Versand, also es gibt auch Deutsche, die machen nicht so viel Aufhebens davon, also man kriegt das auch hin, es gibt auch SAP oder so neue Firmen in Deutschland und wir tun immer so, als wenn das nur Amerikaner können, aber im Wesentlichen steht die Industrie vor einem ganz, ganz großen Umbruch, das kann ich ein bisschen so kurz erzählen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie man als Land irgendwo hinkommt. Also wenn ich dürfte, würde ich jetzt eine Ansage machen hier in Berlin, irgendwo in einem anderen Saal, dass Deutschland das Land der Solargen-, Nanotechnologie, Oberflächentechnologie, Medizintechnologie, Spezialmaschinentechnologie und so weiter wird. Sie sehen ja, dass der süddeutsche Teil, also wo die Spezialmaschinentechnologie ist, quasi Deutschland jetzt so stabil macht, dass Deutschland nach Aussagen aller ja noch relativ gut da oder am besten dasteht. Das liegt daran, dass im Maschinenbau wir eigentlich schon auf der Zukunftslinie sind, aber in den anderen Dingen nicht und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin dann ein bisschen so nicht ganz zufrieden, wenn die Regierung dann sagt, wir stehen ja relativ am besten gut da. Das finde ich doof. Also ich meine, man muss irgendwie einen Plan haben, was man machen will und nicht immer nur gucken, geht es uns gut, dann müssen wir jetzt nichts tun und dann machen wir gleich Neuwahlen oder irgendwie, sondern dass man irgendwie dranbleibt. Ja, das ist irgendwie wichtig. Und die zweite Sache ist, wenn ich sowas tue, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte jetzt sehr gerne in Berlin eine Batterieforschungstechnologie irgendwas Gesellschaft gründen und dann baue ich hier ein Haus und alles in Ordnung und jetzt brauche ich nur noch 200 Ingenieure für Batterie. Die gibt es nicht. Kriegen sie nowhere. Also praktisch, ja, haben wir nicht. Und dann stellt sich die Frage, brauchen wir vielleicht Studiengänge dafür. Das machen die Unis nicht, also weil das ist echt Arbeit. Also sie müssen ja dann auch Leute finden, die dann Batterietechnologie studieren. Das ist auch ein Problem. Und wenn sie den leichten Weg gehen, der direkt in die Hölle fährt, dann bieten sie als Uni sowas wie Medien-Facebookologie einen Master.
Das, verstehen Sie, ich habe nichts gegen Facebook, habe ich nicht gesagt. Da können auch einen Master in Google machen. Das ist aber irgendwie Zeitabschnittswissen. Das hilft nicht irgendwie über 10 Jahre. Also ich erinnere daran, dass Sie vor 15 Jahren alle auf meine Company geschimpft haben, wo ich gearbeitet habe bei IBM. Und dass die Weltherrschaft mit den Mainframes übernehmen wollen. Und das wird gemein, weil sie irgendwie die Leute da zwingen. Und dann ist irgendwie ihre Aggression abgeleitet worden, weil das Windows die Welt beherrscht, weil alle Leute Windows und Internet Explorer haben und Microsoft hat uns im Griff aller Zeiten und so weiter. Und dann irgendwann sagen sie das mit Amazon, das ist mir ungeheuerlich, das macht irgendwie, die übernehmen die Weltherrschaft und machen alles kaputt. Und dann ist es Facebook zum Beispiel, die übernimmt die Weltherrschaft, also macht mit den Daten alles Mögliche. Und dann ist jetzt wieder Google dran, mit der Suchmaschine. Wenn Sie nur mal 10 Jahre zurückdrängen, nicht viel mehr, ein bisschen historischen, so ein bisschen eine Gelassenheit haben, trotz dem ganzen Zorn, dann merken Sie, dass die Welt sich so schnell ändert und Sie merken, dass Sie die ganzen 10 Jahre irgendwelchen Unsinn gedacht haben, den Sie nach 2 Jahren wieder vergessen und durch einen anderen Unsinn ersetzen. Und ich möchte einfach... möchte einfach ein bisschen relaxed das sehen. Verstehen Sie? Und die harten Probleme bleiben einfach. Also was macht so ein Verlag jetzt mit Büchern? Also verstehen Sie, das Papier verschwindet zum Beispiel. Banken verschwinden irgendwie ins Internet. Also das wird irgendwie so... Versicherungen gibt es eigentlich nur noch so lange, wie es den Personalausweis gibt. Also Sie müssen heute für eine normale Hausratversicherung oder Haftpflichtversicherung noch lächerlicher für 34 Euro im Jahr, müssen Sie bei einer Versicherung mit einem richtigen notariellen Vertrag alles unterschreiben. Man muss eine Unterschrift drunter haben, der kommt nach Hause. Mein Sohn hat das jetzt gemacht, der hat die erste Stelle bekommen und hat so eine Versicherung abgeschlossen. Dann haben wir mal ausgerechnet, wie viel das kostet, diesen Vertrag abzuschließen, so mit diesen ganzen Protokollen hinterher und so. Und er zahlt die Versicherung ungefähr 40 Jahre, das sind 40 mal 34 Euro, also so 1500 Euro. Und so viel hat fast das Abschließen schon gekostet. Dann sage ich, spinnen die? Kann man das nicht im Internet anklicken? Kann man nicht. Weil das Gesetz vorsieht, dass man eine Unterschrift drunter macht. Sie können bei einer Bank locker anrufen, ich habe 100.000 Euro, wollt ihr die verzocken? Ich denke mir, dass ich das Geld ungefähr in 10 Jahren so verloren haben möchte. Das ist der Ich habe das jetzt für normale Menschen erklärt, das richtige Fachwort heißt Anlagehorizont. Okay, also, aber Sie verstehen, was ich meine. Da sind noch so irgendwelche Konvulsionen drin und dann ändert sich das ein bisschen, das will ich ein bisschen kommentieren. Und die frei werdenden Arbeitsplätze, da die müssen wir irgendwie besetzen. Und wir müssen quasi die Arbeitsplätze jetzt irgendwie in höheren Bereich machen. Und was heute das Wissen eigentlich macht, ist, dass es relativ die Berufe relativ entwertet. Also der Taxifahrer, der mich hergefunden hat, der wusste nicht, was Malzfabrik ist. Das macht nichts, weil TomTom das weiß. Ja, und der Briefträger, der jetzt irgendwie mich nicht vorfindet in Waldhilsbach, ich habe ein Paket bestellt, der hat so ein Gerät, da steht drin, Gunter Dück hat eingewilligt, das in Haus rechts daneben abzugeben und wenn du das nicht schaffst, leg's hinter die Treppe. Verstehen Sie? Und jetzt mit diesem Wissen in diesem Gerät kann jeder Idiot Briefträger sein. Früher war das eine Kunst, da musste man die ganzen Nachbarn kennen und so. Jetzt muss man auch die Taxifahrerprüfung nicht mehr machen und solche. Und die Einschläge kommen langsam nieder. Sie können jetzt noch sagen, das trifft jetzt irgendwie so die Leute, die hier nicht im Raum sind. Aber ich erkläre das gleich auch nochmal für Sie. Ja. Also, da habe ich schon länger Reden drüber gehalten. Vielleicht haben viele den Film von der Republika gehalten. Der Artikel, das war völlig spontan. Die Frau Häusler, Tanja Häusler, hat bei mir angerufen, ich soll im Friedrichstadtpalast hier reden. Und dann habe ich gesagt, Internet als Gesellschaftsbetriebssystem.
Das fand ich schon lange, das fand ich irgendwie relativ selbstverständlich. Das hat aber, das hat irgendwie so ein Urwurm geworden und jetzt bei den Piraten ist das auch ein Gesellschaftsbetriebssystem oder irgendwie anders. Also das hat sich irgendwie verfestigt. Das ist eine ganz gute Vorstellung. Ich hab ein bisschen über die Regierung gelästert hier, dass das Umweltministerium für Elektroautos zuständig ist. Und für die echten Autos, also die wir jetzt noch haben, ist das Wirtschaftsministerium zuständig. Verstehen Sie? Und das funktioniert nie. Nicht? Also praktisch, das haben Sie ja jetzt gesehen bei den Rechtsterroristen, da kommt als Diagnose raus, die Daten liegen in verschiedenen Ministerien, sind nicht vernetzt und wir reden nie miteinander. Ja, und wir müssen erstmal so eine Koordinierungsstelle machen. Muss man nicht. Das ist bei dem Internet kommen die Leute oft auf die doofe Idee, ein Internetministerium zu machen, damit sie mal miteinander reden. Das ist auch doof. Verstehen Sie, es gibt gewisse Dinge unten drunter, unter dem Staat, also die ganzen Plattformsachen, die müssen gemeinsam geregelt sein, von vornherein vernetzt sein. Das Problem ist, wenn man alles mit dem Internet irgendwie bei einer Versicherung, bei einer Bank regelt, was mit dem Internet zu regeln ist, dann ist oben nur noch ein Drittel zu tun. Man braucht dann diese ganzen Ministerien nicht so wirklich. Also wenn es vernetzt, die lösen es jetzt immer das Vernetzen dadurch, dass sie mehr Leute einstellen, also die koordinieren. Man braucht aber weniger, wenn man vernetzt ist, oder? Also da werden irgendwie noch Fingerfehler gemacht. Das dauert ungefähr noch 1000 Jahre. Ich glaube, wir kommen dann zum Punkt, was kann man eigentlich machen? Verstehen Sie, was man eigentlich machen muss, ist so eine tiefe Vernetzung von diesen Gedanken unten am Boden sozusagen. Also so wie beim Computer, das Betriebssystem alles regelt, was alle Programme brauchen. Ich muss nicht in jeder Anwendung einen Thesaurus haben. Ich muss nicht in jeder Anwendung Save und Load haben. Das kann man aus dem Betriebssystem machen. Also alles, was alle Programme machen, muss da unten drin sein. Die Fonts zum Beispiel, wenn ich was schreiben will in Word oder in PowerPoint, die Fonts kommen immer aus Windows Fonts. Die kommen aus dem Betriebssystem und nicht aus der Anwendung. Und ich muss irgendwie gucken, dass Vernetzung bedeutet auch, dass ich Dinge, die alle machen, auch nur einmal mache an einer Stelle. Das heißt dann, die Daten müssen zusammengeführt werden. Haha, das weiß man seit 100 Jahren. Sie streiten sich dann aber über Kompetenzen. Da müssen wir viel tun. Man kann zum Beispiel dann für Autos Betriebssysteme machen. Da wollen die nicht. Ich mache das seit 10 Jahren als Nebenhobby für die Autoindustrie. Die deutsche Autoindustrie hat sich lange geweigert, oder IBM weigert sich auch ein bisschen, die sagen, das wird in Detroit entschieden. Ich habe das nochmal vor 3 Jahren aufgewärmt, und nach 5 Jahren Pausen haben die Detroiter gesagt, das wird lieber doch bei Stuttgart entschieden. Und dann kann sich aber keiner einigen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte sowas ganz Einfaches wie ein Loch, wie das, also da gibt es so ein Loch für Autoradios. Und dann möchte ich noch ein zweites haben, dass da so irgendwas wie ein iPad, iPhone, irgendwas, nur ein Loch mit vorgeschriebenen USB 3.0 Schnittstellen, dass man das dann reinpackt. Und das Auto hält ja irgendwie 10, 12 Jahre und dieses Ding da, das wächst nicht alle 2 Jahre aus. Und dann möchte ich die Autoelektrik so haben, dass diese 200 Elektromotoren für Fensterheber und so weiter einfach zusammengeschlossen werden in einem einheitlichen Betriebssystem. Nicht, dass alle Leute irgendwas da bauen mit ihren Drähten, die dauernd kaputt gehen. Also die Elektronik funktioniert ja neuerdings immer nicht mehr, weil es völlig unübersichtlich wird. Und auch das Auto ist genau wie die Gesellschaft nicht richtig koordiniert, da muss man es tun. So, ich will nicht so lange die Daimlers, also die ganz teuren Autos, Daimlers, Porsche und so weiter, die haben doch jetzt diese Piepdinger da vorne, ich habe das noch nicht, also ich mache noch Parkschäden. Das piept dann, wenn man in die Nähe von was kommt, und auf der Autobahn macht es eine Vollbremsung, wenn man einen Stau übersieht. Das heißt, die richtig teuren Autos sind inzwischen so gut geworden, dass sie schaffen es nicht mehr, einen Unfall mit dem zu provozieren, weil er sie davon abhält. Das heißt, denn das Auto selbst macht weniger Unfälle als sie. Wenn Sie das so jetzt sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist der einzige Grund, das Verhindern von Unfällen, dass man noch ein Fahrrad drin hat. Verstehen Sie? Der Rest lässt sich leichter automatisieren, also dass das Ding automatisch fährt, ist trivial. Das Hauptproblem ist, dass die so fahren müssen, dass sie nicht zusammenstoßen. Ja, verstehen Sie, das Zusammenstoßen, das ist das Hauptproblem. Und die Verkehrsregeln beachten oder so, das kann ein Auto schon. Also das sagt ja die Frau im Navi auch immer, Achtung. Ja, also das kriegen die.
Und jetzt könnte ich doch auf die Idee kommen, dass man gar keine Autos mehr braucht. Also verstehen Sie, ich statt 10 Daimlers habe ich jetzt eine so eine schmucklose Kabine mit 6 Insassen und einem Kofferraum. Und dann drücken Sie, jeder hat auf seinem iPod einen roten Knopf, drückt drauf, dann kommt das Auto vor die Tür. Irgendeins, was gerade frei ist, zack, und dann sagen Sie dem Navi, da will ich hin. Und dann lässt es mal ein paar zusteigen mit Optimierung online und so. Und dann fahren diese Autos immer, immer. Ihr Auto fährt nur 5% der Zeit. Und dann brauche ich nur ein 20stel der Autos und ein 20stel der Straßen und keine Autobahnen. Die Umwelt ist wieder alles sonnig und so. Ist das nicht toll? Nur verstehen Sie, unsere Zukunft ist dann nicht mehr, verstehen Sie, es gibt keine Autofabriken mehr, keine Zulieferer und das gibt eine ganz große Konvulsion. Darüber kann ich stundenlang reden halten, was mit uns demnächst passiert. Google Autos fahren, haben Sie ja gelesen, ein Google Auto ist schon selbstständig, also war noch ein Mensch dabei, der hätte es jetzt noch stoppen können, aber es ist einfach selbstständig einmal durch Kalifornien gefahren. Gut, dann braucht man halt so demnächst auch für unser Haus Betriebssysteme. Das fängt jetzt an mit diesen Reglern an Heizungen, dass Sie über ein iPhone sagen können, die Heizung soll jetzt angehen oder die Kaffeemaschine oder so, ja? Oder der Briefträger kommt auf Skype, auf dem Handy, sagt, wo soll ich das Paket abgeben oder irgendwie, ja? Das geht jetzt alles schon, das kommt demnächst, wir brauchen nur ein Betriebssystem dafür, das gibt es wieder nicht. Da müssen wir jetzt wieder Google und Apple und so irgendwie da das auskämpfen, in 5 Jahren haben wir das, dann brauchen wir das Betriebssystem für mich selber, einen Herzschrittmacher und so, ja? Dann bin ich immer bewacht, also ich werde dann, ich habe dann hier so ein Dings drin, das misst meine Diabeteswerte und dann werden die immer online abgeglichen bei IBM im Data Warehouse in China mit anderen Diabeteskranken und wird statistisch eine Regression gefahren, welche Behandlung am besten ist, ganz ohne Arzt. Ich habe ja schon gesagt, ich komme zu echten Berufen auch gleich noch, also verstehen Sie, wenn alle Diabeteskranken alle am Draht hängen, so Draht-Wireless, dann könnte der Computer in China könnte dann ausrechnen, welche Patienten ganz genauso sind wie ich, ganz genauso, findet 10.000 davon und macht dann eine statistische Regression durch die, die alle so ähnlich sind wie ich und dann ist er besser als ein Arzt, der ja nur 2 Diabetiker auf dem Dorf hat. Nehmen Sie es hin. Over. Ja, also verstehen Sie, ich kann Ihnen jetzt das Ende ganzer Industrien erklären, also nicht nur so, was Sie so denken. Ja, also bei Banken haben Sie noch schon eine gewisse Vorstellungskraft und bei diesen anderen hagelt es demnächst auch und wir müssen einfach neue Arbeitsplätze finden. Okay, dann, wenn ich dann heute nach Haus fliege nach Frankfurt, dann schalten Sie bitte Ihren Herzschrittmacher auf Flight Modus. Okay, das Management muss sich ändern, das ist eine ganz große Aufgabe. Bei IBM haben wir das so seit über 10 Jahren, dass der Manager nicht mehr irgendwie so was mein Sohn sagt. Also er ist jetzt 24, hat es auch schon verstanden. Aber so als er 10 war, hat er gesagt, ich werde mal Chef, dann komme ich hier auf die Arbeit und verteile. Du machst das so fertig und dann müssen die das machen. Das wird heute auch noch echt so gehandhabt, aber das, für die Zukunft geht das nicht. Man möchte dann so mehr Coaching und führen durch Coachen und helfen, Service geben, Hindernisse wegräumen, das heißt Enabling, Empowern von Mitarbeitern. Ja, und der Firma dienen, das ist ein ganz anderes Führungsbild, als was sie so im Tag erleben. Aber es ist schon so weit gekommen, dass die Konferenzen alle mit Coach, also was ich jetzt gesagt habe, ist die offizielle Version, was am besten ist. Sie sehen aber noch keinerlei Spuren in der wirklichen Gegenwart. Also das machen die Leute nicht. Also es gibt dann so Konferenzen wie diese, 2 Tage Emotional Intelligence. Dann kriegen die Manager Tränen in die Augen, wie gut man zu Menschen sein kann. Und dann am nächsten Tag geht es wieder los, du machst das, du machst das, du machst das. Wie weit bist du? Warum bist du nicht so weit wie der da oder die da? Ja, verstehen Sie? Und dann halte ich immer Vorträge über schlechte Erziehung. Also das, wenn Sie so ein ganz armes, kleines Kind haben und es vernichten wollen, also ich gebe Ihnen, Sie haben ja Allmacht über so ein Kind und Sie müssen es nur vernichten. Am schnellsten geht es einfach, wenn sie sagen, du bist einfach viel schlechter als dein Bruder, den habe ich lieb. Das hilft. 3 Monate ist es fertig.
Das wird im Management zum Prinzip erhoben. Verstehen Sie, das heißt Review. Also das wird gesagt, jener ist besser und du bist kein Leistungsträger und so weiter. Und jetzt brechen wir darunter zusammen, sagen wir leiden unter Burnouts, aber das machen wir selber so. Das muss man irgendwie ändern. Und ich denke, wenn wir jetzt alle in so High-Level-Jobs kommen, dann müssen wir uns langsam auch mal gedenken, was artgerechtes Management für vernünftige arbeitende Menschen ist. Und ich verstehe das irgendwie, wenn man so in einer Fabrik so Standardarbeiten macht, dass manchmal einfach nur Peitschen hilft, das verstehe ich, aber nicht in einer wirklichen Wissensgesellschaft. Und dann muss sich irgendwie die Führung und die Politik auch irgendwo ändern. Okay, ich habe nochmal so ein paar, ich will da nicht zu viel drauf machen, da habe ich jetzt schon ziemlich viel erklärt. Es gibt also, ich war auf der Buchmesse, ich war auch in Berlin hier zum 100. Bibliothekarstag im Juni. Oh, das war ernst. Also meine Frau ist Bibliothekarin im Max-Planck-Institut. Wir haben das alles schon 10 Jahre ausdiskutiert. Aber da ist es so, dass die Wissenschaftler jetzt alle PDFs haben wollen. Das hat sie sich schon dran gewöhnt. Die Verlage machen das auch. Also früher kriegte man, wenn man diese teure Printausgabe von Wissenschaftlichen Zeitungen vom Springer Verlag gekauft hat, die sind sündhaft teuer, dann kriegt man noch eine DVD umsonst damit, wo das nochmal, wo man es nochmal auf DVD hat. Und dann irgendwie ein paar Jahre später haben sie gesagt, das mit der DVD haben wir uns überlegt, die kostet 20% Aufschlag. Und nochmal 5 Jahre später haben sie gesagt, wir liefern es nur auf DVD und es gibt für 20% Aufschlag die Bücher dazu. Und jetzt demnächst gibt es die Bücher gar nicht mehr. Verstehen Sie, die können sie als Print-on-Demand dann irgendwie ausdrucken. Und das sieht man überall, dass da ganz große Bewegungen kommen, die langsam ernst werden. Ich überlege mir auch, ob ich irgendwie überhaupt noch Schriftsteller sein soll, weil die meisten Leute, also das Businessmodell ist nicht, dass ich berühmt werde durch Bücher schreiben oder so, oder die nehmen das auch nicht zur Kenntnis. Es wäre wahrscheinlich besser, dass ich für jedes Kapitel einfach eine halbe Stunde YouTube mache. Und ja? Ich suche langsam so TV-Stationen, die meine Daily Dux, also dass ich die Kolumnen statt auf meiner Homepage statt schreibe, einfach so 5 Minuten Wort zum Sonntag sage, dass man so im Autoradio hören kann. Das ist wahrscheinlich besser. Stellen Sie, Sie sind ja noch relativ alt, so, dann haben Sie sich vielleicht noch nicht dran gewöhnt. Aber die Kids sehen das so. Ja? Und es gibt so langsam Umschwünge in den ganzen Lebensbereichen. Also so ältere Leute, wenn ich über Bücher rede, sagen immer, dass sie das Wort so richtig mit Zorn. Du musst es riechen. Leder, das ist schön, das entzückt mich. Und dieser dumme Bildschirm, ich werke und so. Und dann, das ist normales Gerede von gestern. Neulich ist einer aufgesprungen, 15 Jahre in so einer Rede, ist aufgesprungen und hat gesagt, pass mal auf, ihr Alten. Ich sag euch mal, Haptik. Das Haptischste auf Erden, was es immer gibt, ist das iPhone. Da muss man ein Gefühl für haben, da kriege ich Gänsehaut, ich brauche so ein iPad, das ist schön. Und dann verstehen Sie, merken Sie an dieser Äußerung, wie alt Sie dann schon geworden sind. Das ästhetische Empfinden verschiebt sich gerade und Sie können dagegen nichts machen. Nehmen Sie, ich habe auch alles in Leder zu Hause, also ich bin auch... Ich habe eine vollständige Klassikersammlung vom Winkler Verlag mit Goldschnitt und Leder. Oder so. Und ich kaufe alle bei eBay versteigerten Ausgaben auf. Ja? Mal so seltene. James Ulysses von Joyce. Und auch Leder und Goldschnitt. Und das ist total schön. Den lest ihr dann auch noch. Aber ich bin halt alt. Also ich bin in Pension. Also Sie müssen aber vielleicht noch was tun. Online, Sie merken, dass der Metro-Markt jetzt in online geht, also Saturn Media und so, die haben 10 Jahre gesagt, das brauchen sie nicht. Jetzt fallen die Umsätze. Die fallen richtig. Also. Und jetzt geht das mit Werf da rein. Ich weiß nicht, ob das schon zu spät ist, da kann man diskutieren drüber. Ich bin nochmal bei der Metro Mitte Dezember, Mittwochsgesellschaft, kann man sich irgendwo anmelden, da wird sowas diskutiert. Ich weiß nicht, ob sie es echt diskutieren wollen. Das sind ganz, ganz schwierige Veränderungen im Markt. Also Automobil, habe ich schon gesagt, das ist für Wissenschaftler herzzerreißend. Sie müssen mal, ich gebe nur ein paar Punkte, die nicht dauernd in der Zeitung stehen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Physiker für Strömungsmechanik und Verbrennungsvorgänge. Ganze Fakultäten gibt es da in Physik, die beschäftigen sich damit. Und ein Elektroauto ist so trivial.
müssen sie nichts können. Also das Schwierige ist beim Benziner, dass das auch vibriert, das wackelt ja durch den Motor. Und dann müssen sie das so ausrichten, alles, dass es flüsterleise rübergeht über die Straße. Das ist ein ganz schweres Problem. Das sind auch ganze Fakultäten mit Wissenschaftlern beschafft. Ein Elektroauto vibriert einfach nicht. Verstehen Sie, da können ganze Leben zerstört werden, weil sie das jetzt nicht mehr brauchen. Das interessiert keinen mehr. Ein Elektroauto können Sie dagegen wieder ein Betriebssystem reinbauen, weil es kalt ist, also nicht so heiß wieder. Es ist alles viel einfacher. Und dann kommen dann die ganzen IT-Leute und übernehmen das Auto. Und das Einzige, was man in Wissenschaft, was nicht tiefsinnig ist beim Elektromotor, das ist die Batterie und davon haben nur Chinesen eine Ahnung. Verstehen Sie, da sind wir wieder nicht reingegangen und so weiter. Und diese Dinge müssen irgendwie besser gemacht werden. Ich lasse es mal dabei. Ich kann zu Politik auch was sagen. Das habe ich bei der Republika angefangen, mal so ein bisschen zu dissen. Das durfte ich nicht so richtig machen, weil ich ja bei IBM noch in offizieller Position war. Ich habe nur gemeint, ich kenne gar keine Leute, die von sich sagen, dass sie Arbeiter sind. Also ich bin Arbeiter, wer sagt denn das heute noch? Und doch nicht so 40% Stammwähler der SPD. Also dann muss man doch fragen, wozu ist so eine Partei da? Und Bauern gibt es nur noch 1,7% in Deutschland. Und was soll da eine Bauernpartei, die dann sein, sie sei in der Mitte? Was denn Mitte? Ja? Andere Leute haben es zum Prinzip erhoben, gar kein Parteiprogramm zu haben. Da habe ich eine Kolumne drüber geschrieben, weil ich... dass man, je mehr Meinungen man hat, umso mehr Wählerstimmen hat man. Und man, am besten hat man zu jeder Meinung auch das Gegenteil, dann kriegt man die anderen auch. So, ich lasse es mal. Also da gibt es Parteien, die das so machen. Und vor lauter Verlegenheit wählen wir dann Piraten. Ja. Sie haben auch schon mal gefragt, ob ich da Interesse, also fragen immer welche, ob ich in die Piratenpartei eintreten will. Ich glaube, es muss sich erst eine Spaltung ergeben in den Realo- und Fundamentalo-Flügel, wie früher bei den Grünen. Und dann mache ich bei Realo mit, das könnte ich mir vorstellen, aber Fundamentalo nicht. Also okay, ich fange mal an, über Level zu sprechen. Das ist ein Problem mit den, wir wollen ja hinterher was machen. Also sagen, oder Sie wollen, ich muss nicht, Sie müssen. Ich mache eine kurze Einführung in japanische Kampfkunst. Gell? Also es gibt drei Stufen, Level 1, die unterste Stufe, der Lehrling macht 3 Jahre alle Kampfgriffe genauso, wie der Meister sagt. Ja? Also zack, rechts, so. Also ich kann es auch ungefährlicher erklären, mit Tango lernen, also Cha-Cha-Cha oder so. Also dann muss man so ohne Damen noch muss so auf Schrittmuster am Boden irgendwie nachlaufen zum Takt oder so. Wir müssen genauso machen. Sie dürfen jetzt nicht fragen, wozu Cha-Cha-Cha gut ist, was der Sinn von Cha-Cha-Cha ist. Das wird einfach sklavisch so befohlen. Das gibt's jetzt und du machst das. Ja? Also nicht, ich möchte andere Tänze oder das ist doof. Genau das. Okay? Die zweite Stufe ist, dass man dann schon mal mit Dame irgendwie, also dann muss man ein bisschen reagieren, also je nachdem, ob die so groß ist oder so, hat das irgendwelche Implikationen. Das ist so, das zweite Stufe, weiß man irgendwie so ein bisschen so auf das andere reagieren, was da kommt. Und in der dritten Stufe kann man tanzen oder kämpfen, dann verstehen Sie, wenn Sie Cha-Cha-Cha-Weltmeister sind, die zählen nicht mehr. Also also die Regeln sind dann weg und die tanzen auch irgendwas dazu, also das heißt Kür. Ja, also Pflicht ist noch, dass man es ganz genauso macht wie der Lehrling, also bei Pflicht muss man zeigen, dass man wie der Lehrling beim Einkaufslaufen das ganz noch genau kann. Und Kür ist dann irgendwas anderes. So, das ist die Lage. Also bei Kampfkunst steht dabei, sieh zu, dass du irgendwann ohne Regeln kämpfen kannst. Das wäre besser, weil bei japanischen Samurai auf Leben und Tod gekämpft wird. Also es wäre nicht gut, wenn sie schon im Anfängermodus irgendwie die reine Lehre ausprobieren. Also im normalen Leben können sie das ja dann wiederholen oder irgendwie anders machen.
Ich hab, das klingt sehr grausam, aber mich hat mal so ein Satz berührt, das heißt Die fünf Ringe von Musashi, ganz berühmtes Buch, das kann man so, soll man als Manager lesen, es handelt eigentlich von Kampfkunst. Musashi ist der berühmteste Samurai aller Zeiten, ist mit 60 Jahren nach ungefähr 50 Leben- und Todduellen, die er alle überlebt hat, also er hat es geschafft, ist dann an Altersschwäche gestorben und hat kurz vorher in einer Höhle als Einsiedler noch das Buch geschrieben, Die fünf Ringe. Und da stehen dann so irgendwie, wie man unbesiegbar wird. Also auf Level 3. Ri, Shu, Ha, Ri, die drei Stufen. Sagt ich, wenn ich mit den Leuten kämpfe, dann sehe ich immer, wie sie ausrechnen im Kopf, wie sie den linken Schritt und den rechten Ausfall machen, den Arm heben, was der Meister gesagt hat. Und verstehen Sie, die sind noch auf einer niedrigen Stufe und überlegen, wie sie variieren müssen. Und sagt, das macht ein Meister nicht. Und mein Ratschlag ist, nimm dein Schwert, geh raus und töte ihn. Und meine Lehre ist, töte ihn mit dem ersten Hieb. Und dann kann man statistisch nachgucken von seinen 50 Gegnern. Das ist nicht grausam, also er hat sie nicht totgeschlagen, sondern das ist bei denen Ritus. Also man wird dann totgeschlagen, das gehört dazu, wie beim Autorennen auch, das ab und zu. Ja, also das müssen Sie nicht so blutrünstig sehen, das in dem Kultursetting ist das anders. Aber der hat einfach die Gabe gehabt, mit der absoluten Charisma geht als Meister raus, macht zack und der andere ist einfach weg. So muss das damals gewesen sein, wenn Sie das Buch sehen. Und das ist dieser absolute Meisterlevel, Sie gehen raus und können es einfach. Okay? Ich habe das jetzt nochmal auf der nächsten Folie für normale Menschen in Deutschland erklärt. Also Lehrlingslevel. Also Knorr setzt relativ schon voraus, dass sie intelligent sind. Also sie müssen von selbst darauf kommen, die Tüte umzudrehen. Sonst geht es nicht weiter. Also steht da leider nicht drauf. Also sie müssen sie umdrehen und da steht dann ein falscher Befehl drauf. Das funktioniert aber bei meisten Deutschen, weil sie schon eine relative Überintelligenz haben. Steht drauf, da ist so ein Strich, 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 schneiden Sie es auf. Es ist falsch, Sie müssen erst das Rezept durchlesen. Ist egal. Und dann stehen da, dann kommt genau Cha-Cha-Cha mit Schablone. Steht dann 220 Milliliter in lauwarmem Koch. Das ist nicht exakt. Also es müsste heißen 32 Grad. Ja, und es gibt Leute, die das genauso kochen. Also ich kenne welche, also die halten einen Thermometer rein und haben so Bratenthermometer und alles. Das ist Stufe 1 für Lehrlinge, diese ganzen Utensilien, wenn man keine Ahnung hat. Ja, und dann muss man am besten, gibt es schon Geräte, wo man so Chips in den Steak reinstecken kann und dann sagt es, well done, oder so, macht so Pieps, wann man es rausnehmen muss und so weiter. Das gibt zunehmend, das heißt dann so, ja, Tütensuppenniveau. Okay? Die zweite Stufe steht auch schon auf der Tüte hinten drauf, rechts unten. Da steht drin, wenn Sie es ein bisschen verfeinern wollen. Also das heißt, verfeinern heißt, es muss dann irgendwie schmecken. Also dann tun Sie noch Käse rein, Speckwürfel, Sahne, gutes Stück Butter, wie meine Mutter gesagt hätte. Und dann, das ist der Lehrlingslevel, verstehen Sie? Also das ist schon mit Dame tanzen. Also, okay. Und dann der Rest ist Witzigmann oder Schubeck, also wenn Sie die Küche fragen, Schubeck, Tomatensuppe. Dann schüttelt sich der Meister und sagt, nicht im November. Voller Verachtung. Sagt er, pass auf, du musst die jungfräuliche Kleintomate aus der Toskana im Anfang August, dann hast du 3 Tage Zeitfenster, hol sie, musst mit dem Flugzeug rüber. Und so weiter, und dann geht das los und dann hält man erst der Meister stundenlang Vorträge über den Geschmack von Tomaten und je nachdem, wie der Jahrgang ausfällt, nimmt man Rosmarin oder Basilikum, das ist dann unterschiedlich. Und das kann man eigentlich vorher nicht sagen, das kommt sehr darauf an, wie gerade der Jahrgang ist und wo die Lieferquellen sind. Und in Bayern gibt es da einen Hof, der das irgendwie als auf Bestellung macht, ja, so eine Kobe-Tomate züchtet und so weiter. Und
wenn Sie das auf Tagungen hören, also ich bin auf Tagungen manchmal und halte so Reden über Tomaten, also in anderen Gebieten. Also Sie stellen sich vor, ich rede jetzt eine halbe Stunde über Tomaten, die Toskana, über die jungfräuliche Ernte und den vor der Jahrgänge. Dann sitzen dann immer so Berater und BWLer da und die sagen, pass mal auf, ich möchte jetzt was konkret mitnehmen und bleib nicht so vage. Ich sage, ich bin überhaupt nicht vage, ich rede über Tomaten. Dann sagen sie, aber ich will keine Tomaten, ich will nur Suppe. Und sag mir doch einfach mal ein Rezept, was ich morgen mitschreibe. Ich will hier aus dem Vortrag was mitschreiben und da sind keine Bullets und du kannst nicht einfach mitten hier reinkommen mit einem Foto über Tomaten. Das ist nicht konkret. Und dann sagt mein Chef, was willst du jetzt konkret machen? Ich sage, ich möchte auf die Meisterstufe. Und dann sagt er, und wie macht man das konkret, Meisterstufe? Schreib mir das mal auf. Das heißt bei Innovation zum Beispiel Ideenmanagement, also man muss listen. Also das aus dem Kopf, was Sie an Ideen haben, schreiben Sie auf Excel. Das ist schon mal konkret. Das ist Innovation auf Tütensuppenniveau. Gell? Verstehen Sie, Sie müssen irgendwie gucken, dass, verstehen Sie, unsere Berufe, was ich eigentlich sagen will, das mit dem Taxifahrer und so, die verschwinden langsam auf Level 1, werden Tütensuppenniveau. Ja? Also, das muss nicht schlecht sein. Es gibt doch diese Convenience-Restaurants, wo Sie denken, die haben das frisch gekocht. Also das Einzige, was verdächtig ist, dass Sie ungefähr 280 Gerichte haben, von Strauß bis Bär und Eisbär und alles. Und in 10 Minuten ist so ein Eisbär da, also getötet, frisch, alles da. Und dann verwechseln Sie das ja in einer gewissen Weise auch. Und es muss nicht schlecht sein. Also man kann sozusagen das Tüten nur auf ungeahnte Höhen bringen. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist natürlich eine industrialisiert und die nächste Gesellschaft muss irgendwie mal drüber nachdenken, wie sie variiert und so weiter. Ja. Vielleicht sind jetzt ein paar Leute Ärzte unter Ihnen. Stellen Sie, das wird auch langsam industrialisiert. Ich erkläre es am besten, weil es ungefährlich ist. Das kann man mir. Gibt es hier Carglass und Pitstop? Das sind so Companies, die wechseln nur Batterien aus, nur den Auspuff, nur die Bremsen. Also wenn Ihr Auto was hat, also wenn Sie es sehen, also die Batterie ist tot, dann müssen Sie an die Batterie wechseln. Dann müssen Sie nicht zum Weltmeister gehen, der das Auto gut versteht, sondern Sie wollen ja nur die Batterie wechseln. Und dann gehen Sie zu Pitstop, das kostet da die Hälfte, und sagen Batterie wechseln, dann kommt einer, guckt im Regal, setzt sie rein und wieder raus. Gehen Sie mal zum Weltmeister, also Sie haben um die Ecke einen, der ist der Weltmeister in Autos, Level 3, ja, so mit Tomaten. Ich will die Batterie wechseln. Dann sagt er, kein Problem, aber diese haben wir gerade nicht da. Verstehen Sie, der ist nicht industrialisiert genug. Der kann zwar alles, aber es hilft nichts, weil er die Lagerlogistik nicht hat. Wenn Sie sagen, wechsel die Bremsscheiben, sagt er, kann ich machen, aber morgen kommt das Ersatzteil, müssen die wiederkommen, einen zweiten Termin machen, einen halben Tag Urlaub nehmen und so. Das ist schwierig. Und deswegen gibt es jetzt Gesellschaften, die haben festgestellt, dass 80-90% aller Autoreparaturen irgendwas Doofes ist. Also so Inspektionen machen, Scheibenwischer auswechseln und so. Und das kann man mit 8 € Lohnjobbern machen. Und dann bleibt zum Schluss einer über, der noch echt Autos versteht. Das braucht fast keiner mehr zu sein. Also 80% der Leute nehmen Niedriglohn zu 7,79 € oder was jetzt gerade beschlossen werden soll hier. Und der Rest ist echt Meister. Der echte Meister muss dann richtig, richtig, richtig gut sein. Und der echte Meister hat niemals mehr einen Bagatellfall an den Hals. Das ist schlecht, weil er sozusagen alle einfache Arbeit ist weg. Verstehen Sie, wenn Ihnen jetzt jeder, wenn ich das so gemein wäre, Ihnen alle einfache Arbeit wegzumachen. Sie stöhnen manchmal, dass sie noch Reisekostenabrechnung machen, eine Steuererklärung. Alles Industrialisierbare nehme ich Ihnen weg, dann bleibt nur noch der Mist über, verstehen Sie? Also so unklare Schwierigkeiten, wo Sie irgendwie ganz schwierige Prozessausnahmen regeln müssen, die nicht vorgesehen sind, also so Ärger quasi. Also Ärger ist nicht wirklich industrialisierbar, das ist nicht standardisierbar und Sie müssen sich jetzt echt Gedanken machen. Und das heißt die normalen Menschen arbeiten jetzt für 8 € die Stunde. Und der Rest, also die High-Level, die Meister, also der Schube kocht auch nicht selbst die Tomatensuppe, aber der läuft immer nur rum, ist bitte, der schmeckt nur ab und haut oder so, verstehen Sie? Also
der kocht ja jetzt nicht Hektoliter Tomatensuppe, sondern da sind ja jetzt Leute, die müssen das lernen irgendwie. Und es braucht immer weniger Leute auf Level 3, die das irgendwie noch bewachen. Und die müssen eigentlich nur noch die Exceptions, die Unglück und so weiter regeln. Das ist unter Umständen nicht schön, weil sie gar keine einfache Arbeit mehr haben und jetzt langsam in Stress versinken, weil sie nur noch Ärger haben. Und das verlangt langsam so eine Persönlichkeit. Verstehen Sie, wenn Sie ab und zu mal Ärger regeln, das ist okay. Aber den ganzen Tag, das verlangt richtig, richtig viel Herzensenergie und viel, viel, viel mehr Professionalität als früher. Das ist meine Botschaft. Jetzt erkläre ich es mit Ärzten. Also früher ist man wegen jedem Schnupfen zum Arzt gegangen. Heute gucken Sie erst im Internet nach, was Sie eigentlich haben. Genau wie bei Pitstop. Also dann gehen Sie zum Arzt und sagen, ich weiß, was ich habe, ich muss in Urlaub nach Indien und muss geimpft werden. Dann sagt der Arzt, ja, Indien hat er jetzt nicht im Kopf. Und dann sage ich innerlich, du Dummkopf, das habe ich mir schon gedacht, dass du das nicht weißt. Hier habe ich die Liste aus Google, das, dagegen muss ich geimpft werden. Und dann sagt er wie der Kfz-Meister, ja, diese Impfstoffe habe ich gerade nicht da. Ja, ich sage, wieso nicht? Ja, sagt er, die musst du bei 4 verschiedenen Apotheken irgendwie anders kaufen und dann müssen wir nach und nach so einen Impfplan machen. Nach nächstes Jahr kannst du fliegen. Dann sage ich, aber ich habe morgen schon den Flug und so. Ja? So industrialisiert, ich erschrecke Sie jetzt ein bisschen, industrialisiert muss man das wie bei Rewe machen, beim Flaschenautomat, ich tippe beim Flaschenautomat Indien ein. Und da, wo das, die Flaschen reinkommen in das Loch, da stecke ich einen Arm durch. Enter. Zack, fertig, 10 Euro bezahlen, wieder nach Haus. Ja? Also das wäre Pitstop für Menschen, verstehen Sie? Und das kommt jetzt über die Ärzte auch, nehmen Sie es hin. Und praktisch, da gibt es dann ganz viele irgendwie, die professionelle Zahnreinigung, Massagen, Blutbild erstellen und so, da sitzen so vor dem Automaten und machen das. Irgendwelche stecken einem so Bleiwesten rum für 8 Euro, den so, dann lasse ich mich röntgen, dann geht das Röntgenbild per E-Mail nach China und wird vom Computer ausgewertet. 2% sind nicht computerauswertbar, das macht ein Chinese für 1 Euro pro Blatt. Kommt dann wieder zurück nach Hause. Der Arzt, ich weiß nicht, Sie brauchen gar keinen Röntgenarzt mehr, Sie können das irgendwie so machen. Es sind nicht nur die Industrien, die weggehen, sondern Sie. Ein Apotheker weiß ich auch, dann sage ich, ich habe den Beipackzettel schon auf dem Internet gelesen und ich habe nur noch eine Frage, da unten steht irgend so ein kompliziertes Wort, das habe ich nicht verstanden. Was sagt der Apotheker? Ja, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Mir hat ein Arzt geschrieben, ich habe mal so vorher schon gelästert, wie er so reden, hat mir ein Arzt geschrieben, ich mache das so, ich weiß es natürlich auch nicht, ich weiß, dass der Patient mich für doof hält, wenn ich das nicht weiß und dann lade ich ihn vor mein Ledersofa in mein richtiges Büro ein und sage, ich muss noch mal gucken, geben Sie mir noch mal Ihre Daten und die von Ihren Eltern, dann können wir noch mal gucken, ich habe so eine Idee und während der dann irgendwas erzählt, surfe ich schnell, dass ich es auch rauskriege und genauso schlau bin wie er. Früher sind Sie zum Rechtsanwalt gegangen, dass der irgendwie einen Buchhandelsclub für irgendwas kündigt, zitternd. Heute laden Sie ein PDF runter und sagen, da steht da, was passiert dann? Die malen noch zweimal und dann ist Ruhe. Bleib ruhig, schick's weg, fertig. 1,45 Euro. Sie gehen zum Patentanwalt, hätten Sie zu 10.000 Euro hingebracht, heute laden Sie es und so weiter. Was ich sage, ist nicht, bitte, da muss ich jetzt einmal Break machen. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist, zu googeln und nicht zum Arzt zu gehen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist, das Patentformular selber auszufüllen wegen der 10.000 Euro. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist und so weiter. Das habe ich alles nicht gesagt. Ich habe gesagt, Sie tun das. Das ist eine reine Faktenfeststellung. Sie tun das und töten diese ganzen etablierten Berufe und führen dazu, dass sie sich industrialisieren in Niedriglohnjobs, in Teil, den sie selber machen und dann bleiben noch diese Hochprofessionals über. Und das sind vielleicht nur noch ein Drittel der Leute, die diese Fachkenntnis überhaupt haben. Das machen Sie. Sie bestellen doch bei Amazon. Sie sagen Haptik und gehen zur Thalia, grabbeln das Buch an, dass es nicht mehr verkauft werden kann und sagen, dann trage ich es lieber nicht nach Hause und bestelle es heute Abend. Machen Sie. Verstehen Sie, das ist...
Und dann hinterher verlieren Sie Ihren Job. Verstehen Sie, Sie vernichten nicht einfach nur den Buchhandel, Sie vernichten Sie auch doch irgendwo sich selbst auch. Ja? Und jetzt müssen Sie doch gucken, wo Ihre Arbeit dann später noch bleibt. Wenn Sie nicht zum Arzt gehen und den nicht bezahlen wollen, weil er nur so einen Rat gibt. Sie gehen ins Reisebüro nicht mehr, Sie sehen nicht ein, dass die für 20 Euro für Sie googeln. Das können Sie doch selbst. Dann ärgern Sie sich über die im Reisebüro. Ich habe mich neulich auch, ich habe gesagt, ich möchte in die Alpen. Mit der Familie. Und dann sagt die, welches Land wollen Sie denn? Dann sage ich ja, in die Alpen. Dann sagt sie, aber die Eingabemaske hier von dem Programm, was ich habe, verlangt ein Land. Also Liechtenstein oder... Dann sagen sie wieder doof. Und dann sage ich mal, ich bezahle dich dafür, dass du jetzt Alpen raussuchst. Und dann sagt sie, aber du musst schon was sagen, was ich eingeben kann. Dann sage ich, ja, googeln kann ich selber und so weiter. Und diese Dinge. Verstehen Sie, im Grunde führt es zu einer Vernichtung von unseren Jobs. Und wir müssen praktisch, das sage ich jetzt die ganze Zeit, irgendwie uns upgraden. Wieder mal, wir können nicht alle auf Lehrlingsniveau arbeiten, auf Tütensuppenniveau, sondern wir müssen das irgendwie hochmachen. Das Problem, die Tendenz unserer Zeit ist, dass alle Berater und alle BWLer und alle Nachhilfelehrer uns quasi zwingen, auf Tütensuppenniveau zu gehen. Es wird alles konkretisiert, halbautomatisiert, prozessorientiert. Und das heißt, es wird alles so semi-automatisiert. Und wir haben vergessen, das ist das eigentliche Botschaft der Nachhaltigkeit, wir haben vergessen, dass wir in der Zukunft auch Dinge brauchen, die man irgendwie auf höherem Niveau abhandeln kann. Wir können nicht reich werden, indem wir alles automatisieren. Dann machen wir alle auf Mindestlohn hier. Okay, dann habe ich so ein bisschen dazu gesagt, wir müssen demnächst Experte sein. Also meine Frage an Sie, wenn einer 2 Stunden surft mit einer Frage an Sie, können Sie die dann noch besser beantworten als der gesurft hat? Sie gehen zum Steuerberater, also ich habe so ein Umsatzsteuerproblem, muss dann zu meinem Steuerberater. Wieder, welcher Mehrwertsteuersatz? Ich hab, als ich mich selbstständig gemacht habe, ist Keynote-Speaker zum Beispiel, ist das ein Gewerbe oder eine freiberufliche Tätigkeit? Also da steht, unter Freiberufen gibt es so eine ganze Liste, da steht Dichter darunter. Das könnte ich machen, aber Keynote-Speaker stand da nicht. Und dann gehe ich zum Steuerberater und sage, das wissen Sie auch nicht. Dann sagen Sie, dann gucken wir mal in die Liste der Freiberufe. Dann muss man keine Gewerbesteuer zahlen. Ja? Also wenn ich Gewerbe habe, wird es teurer. Und dann sagen sie, ja, hier steht Schriftsteller. Und dann sage ich, nein, ich will Keynote-Speaker. Ja, das ist eine Geschichte. Und so geht das los. Und dann sage ich, ist das Ihre Aufgabe? Ich bezahle Sie dafür, dass Sie das wissen. Ja, und dann muss man beim Finanzamt anrufen. Die haben dann gesagt, ich habe kein Gewerbe, sondern irgendwie. Und dann muss man sagen, ob eine Rede, was ich heute habe, wenn ich Honorar dafür kriege, ist das eine intellektuelle Leistung? Dann muss sie mit 7% versteuert werden. Oder ist es irgendwie eine Dienstleistung? Dann ist es 19%, verstehen Sie? Also was ich heute hier mache, ist 19%. Also das. Okay. Eine ganz wichtige Bemerkung ist, dass wenn Sie auf die High-Flyer-Jobs, also wenn der Arzt nur noch die komplizierten macht, das Callcenter nur noch die komplizierten, der Vermögensberater nur noch die komplizierten Fälle macht, die Sie nicht selber erledigen können durch Google, dann ist sowas wie Projektleiten, Management, Menschenführung, Verhandeln und so weiter, das ist alles mit drin. Das können die wenigsten von uns und ich möchte einfach kritisieren, dass unser Bildungssystem überhaupt solche Sachen überhaupt nicht auf dem Radar hat. Ich lerne nicht irgendwie verhandeln. Ich habe das mit 40 Jahren irgendwann mal angefangen, da bin ich Manager bei IBM geworden. Die haben mich... Das ist eine Hauptübung bei IBM, bevor man Manager wird. Man wird stundenlang verhört, also wieder bei der Polizei. Willst du das wirklich? Und dann sage ich, ja, warum nicht? Sagen sie, pass auf, das war schon mal Abmahnungsgrund, geh gleich wieder raus. Du hast den Ernst der Lage nicht begriffen. Wir müssen dir erstmal so durch diese Verhöre den Blick schärfen, dass es richtig tief ernst ist. Und dann sage ich, ja, und was ist ernst? Dann haben sie gesagt, also ich brauche noch eine doppelte Portion Belehrung, weil ich Mathe-Prof bin und ein logischer Mensch, ganz rational. Und ich nehme an, dass alle anderen Menschen auch rational sind. Das ist ein ganz tiefer Fehler, der sitzt in mir fest und den müssen sie mir erst ziehen. Und sie sagen, sie können sich nicht vorstellen, wie bei der Arbeit, wo die alle rumzicken und ich soll einfach Fußballberichte lesen, also stundenlang. Das habe ich dann auch gemacht und ich verstehe jetzt inzwischen, also wenn Sie Führungskraft je werden wollen, gucken Sie sich Seiten und Stunden und Tage lang Heidi Klum mit den Mädels an, den Restaurantkritiker Rach.
Und Dieter Bohlen natürlich. Und da kommen immer Leute, die sagen, hast du dir überlegt, wofür du willst 100.000 Euro gewinnen für dieses Teil hier? 20.000 Leute machen mit. Was ist die Idee, warum du am besten bist? Du, ich habe mal gestern den ganzen Tag geübt und Mama sagt, ich sing gut. Verstehen Sie? Und dann sagen sie, die sind atemberaubend unprofessionell. Also so, dass sie sich überhaupt gar nicht vorstellen können, was einer eine Idee hat, da aufzutreten. Sie können sagen, das sind jetzt alles irgendwelche so seltsame Menschen, die werden so irgendwie als Monster vorgeführt, damit wir es irgendwie so alle mal so machen können. Gehen Sie mal auf einen Innovatorenkongress und hören Sie sich die Erfindung an, was die machen. Was ist die Idee mit so einer blöden Erfindung? Wer soll das kaufen? Ja? Wenn man so einen Erfinder kostet, er hat so eine automatische Sache, da war einer, zieht die Korken von einem ganzen Bierkasten. Sie können alle 20 Flaschen dann auf einmal ziehen. Also so ja. Und dann sagt, wer soll das kaufen? Wofür ist das gut? Wie ist der Gesamtmarkt in Deutschland? Wie viel kostet das Ding? Irgendwie ja 2.000 Euro. Und so weiter. Und dann stellen wir nur die normalen Fragen und diese ganzen Hearings für Innovationen, in denen ich manchmal im Panel bin, da fühle ich mich echt wie Dieter Bohlen. Dann sag mal, was hast du der Wilde dabei gedacht? Und das sind ganz hochintelligente Menschen mit jedem Doktorgrad, den sie sich vorstellen können. Und dann sagen immer nur die Frage, wer kauft das, wie viel wird er ausgeben, wird er begeistert sein, wenn er das in der Hand hat? Und verstehen Sie, Sie können das jeden Tag in der Zeitung nachlesen, da steht, der Tablet-PC, der jetzt so modern ist, den gab es als Newton schon vor 15 Jahren, altes Zeug. Ich bitte Sie, also wenn man so ein Tablet köpfelt, vor 15 Jahren bin ich rausgegangen an den Strand in Griechenland und habe nichts gesehen, weil der Bildschirm ganz schwach war, verstehen Sie? Die Bildschirm, diese LED-Backlight gibt es seit anderthalb Jahren. Dann musste man doch eine Festplatte einbauen, die waren so groß. Das wäre dann so dick geworden, das Teil, und Kilo schwer. Das wäre nicht gegangen. Draußen hätte ich kein Internet gehabt, das hätte man dann gern. Das ist nicht dasselbe wie vorher. Und die Erfinder muss man dann fragen, warum kann man das nicht sehen? Ich hab mal so einen Fehler gemacht und so eine Kamera gekauft mit einem Sucher vor 5 Jahren, eine Digicam, eine richtig schöne. Gehe ich raus an den Strand, ich sehe nichts. Kennen Sie das? Reiner Fehlkauf. Sie müssen sofort irgendeine mit Sucher. Heute kriegt man das mit LED-Backlight, dass man sogar am Strand was sieht. Im Kindle sehen Sie was am Strand. Das ist eine wesentliche Erfindung. Und diese Dinge muss man bei Innovation auch sehen. Und solange man mit dem Kindle draußen am Strand nichts sehen kann, ist das einfach ein Flop. Wenn man was sehen kann, ist es ein anderes Spiel. Dann muss ich die Bücher drauf. Dann muss ich irgendwie haben, dass Vodafone dann die Bücher umsonst schickt, ja, und so weiter. Das ist viel, viel Arbeit, bis das alles weg ist. Und das macht der Dieter Bohlen mit denen da über 10 Runden. Und nach 10 Runden gibt es manche, die werden wirklich gut. Und die irgendwie nicht lernen wollen, die sagen, pass mal auf, Dieter, du hast ja schon jetzt alle 5 Jahre gesagt, ich kann nicht singen. Ich habe jeden Tag, jedes Jahr wieder eine Woche geübt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Oder so. Ja, und verstehen Sie, die Menschheit zerfällt auch bei Mitarbeitern, die ich führe, in so eine Hälfte und so eine Hälfte. Und die wollen einfach, machen nicht mit. Und wenn sie Führungskraft werden wollen, bei IBM wird immer gefragt, weißt du wirklich, was du tust? Du musst jetzt wirklich mit irrationalen Menschen, die dauernd mit dir um das Gehalt kämpfen und ticken und die anderen schlecht machen, musst du ein Team bilden. Das ist nicht so einfach. Das können fast niemand. Also der wird dann 5-mal geprüft, ob man das irgendwie aushält seelisch, also diese ganzen Beschimpfungen von den Mitarbeitern, das Ticken. Und nach einer langen Prüfung kriegt man dann diese heilige Führungsaufgabe und das müssen sie demnächst alle können. Verstehen Sie, das heißt teamtauglich sein. Kein Zicken, einfach normal zusammenarbeiten. Verstehen Sie, das ist nicht so wie früher beim Autorennen, so Formel 1, dass da so ein Auto reinhoppelt mit Niki Lauda in Schwarz-Weiß und dann kratzt sich einer am Kopf und sagt also, willst du tanken? Und beim nächsten Boxenstopp sagt er, du, ich bin hier zum Low-Level, Lohn-Level, ich kriege nur 8 Euro die Stunde für tanken und ich habe jetzt um 16 Uhr Dienstschluss. Und dass zwischendurch das Rennen verschoben ist wegen Regens, da kann ich nichts für. Das sind die üblichen Dinge, die ich jetzt immer so, die ich oft so im Arbeitsleben habe. Wir müssen damit fertig werden. Wenn Sie zum Beispiel fragen, warum hat Ihre Arbeit nicht geklappt? Also wenn eine schwierige Arbeit nicht geklappt hat, dann machen Sie so eine Jammersitzung, das heißt Lessons Learned in Englisch.
Also da setzt man sich zusammen. Warum haben wir den Auftrag nicht bekommen von der Werkagentur? Warum ist das Theaterstück durchgefallen? Warum ist der Terrorist nicht gefangen worden? Warum haben wir denn mit dem Verfassungsschutz das vorher noch nicht gemerkt? Und die Antwort ist immer, wir waren nicht vernetzt genug, wir haben zu wenig miteinander geredet, wir haben Abteilungsegoismen verteidigt und irgendwie waren wir nicht so mit dem Herzen bei der Sache. Also schlicht so normal, wir haben nicht professionell gearbeitet und haben uns benommen wie bei Dieter Bohlen. Das ist das Problem. Okay, und da müssen wir jetzt upgraden. Ich habe mal ein paar Kompetenzen aufgeschrieben, die so ein normaler Mensch demnächst haben muss. Also einer, der mehr als 8 Euro die Stunde verdienen möchte. Ja? Nee, jetzt im Ernst. Also wenn Sie so einen normalen Beruf haben, also so. Sollen Sie Konflikte lösen können? Ja. Sollen Sie teamtauglich? Ja. Sollen Sie kommunizieren können? Ja. Sollen Sie? Ist doch klar, müssen Sie. Dann lachen Sie jetzt. Was Sie alle haben, ist fachliche Kompetenz. Also Deutschland ist beliebig gut in fachlicher Kompetenz. Also Sie verstehen das, was Sie da machen, das können Sie. Aber schon vielleicht eine Tür weiter nicht mehr erklären. Also in der Uni reicht die durchschnittliche Verständigungsweite ungefähr 3 Meter Luft. Der nächste Lehrstuhl hat schon wieder überhaupt keine Ahnung, was der davor macht. Überhaupt keine. Ja, von denen, die wir arbeiten, auch nicht vernetzt, machen keine Meetings. Ja, dann werden die europäischen Forschungsprojekte werden unter Umständen so gemacht, dass man sie zwingt, internationale Forschungsprojekte machen mit anderen Ländern, dass sie das machen müssen, weil die Leute das von alleine nicht wollen. Dann heißt das, wir brauchen interkulturelle Kompetenz, wir brauchen irgendwie interdisziplinäre Kompetenz. Das wächst seit 20 Jahren so langsam zusammen. So langsam ein bisschen wird es, aber es ist alles eben schlecht. Bei IBM, das habe ich jetzt noch rot gelassen, muss man immer noch Verkaufskompetenz ganz hochfahren. Also so ein normaler Techie kann das nicht. Also wenn Sie, ich bin ja auch Mathematiker, ich kann das auch nicht. Ich kann es nicht. Ich habe neulich so vor 5 Jahren war das, ist einer, habe ich am Hamburger Flughafen einen Starverkäufer, der war Chef von IBM Einzelhandel, ist in Ruhestand gegangen, das war an dessen 60. Geburtstag und hat gesagt, komm Gunther, ich gebe dir noch ein Bier aus, das war eine schöne Zusammenarbeit. Und dann hat er schon mehrere Bier, ich glaube, hatte schon viele getrunken. Also war der letzte Tag und dann hat er gesagt, Professore, ich habe dich immer bewundert, dass du so schöne Reden halten kannst. Es ist faszinierend und ich kann das nicht. Weißt du, ich bin nicht so schlau wie du. Aber weißt du, was du nicht kannst? Irgendwann in dieser Schwallerei, die du da machst und die alle entzückt, musst du mittendrin irgendwann mal den Kugelschreiber rüberreichen, dass es ein Business gibt. Und, Professore, das kannst du nicht. Und ich, Ebenbild der Gottheit, ich kann das gut. Und ich verdiene deswegen mehr als du. Verstehen Sie? Und das hat mir einen tiefen Eindruck gemacht. Ich habe versucht, jetzt immer... Kugelschreiber mitzunehmen. Und gestern habe ich einen ernsthaften Anschiss gekriegt auf einer Tagung von so einem BWLer, schwarz angezogen. Er hat gesagt, Ihre Rede hat mir gefallen. Vielleicht bestelle ich Sie irgendwie mal, geben Sie mir bitte Ihre Visitenkarte. Und da fiel mir ein, dass ich habe keine. Also, weil ich ja jetzt, Mathematiker braucht keine, also nicht wirklich, oder Philosoph. Und dann bin ich nach Hause gegangen, das war wieder eben unprofessionell, verstehen Sie, im Sinne von unterschreiben. Denn ich finde das von meiner Seele her nicht nötig, dass man eine Visitenkarte hat, aber ich habe verstanden, dass ich der Verachtung von anderen Bevölkerungsklassen anheimfalle, wenn ich keine habe. Das einfach sagt er im Sinne von Dieter Bohlen, ich habe jetzt etwas furchtbar falsch gemacht und ich werde jetzt am Wochenende, lasse ich mir welche drucken. Die können ja auch hässlich sein, aber erstmal, ich habe welche. Ja, ich habe dann erst gedacht, ich muss die besten, schönsten und haben das machen. Ja, ich schmeiße sie ja sowieso gleich wieder weg, aber ich habe welche. Okay, ich habe das nochmal neu als Buch geschrieben. Ich habe einfach ein paar Intelligenzen erfunden. Ich habe bewusst ignoriert alles, was es an Intelligenzen sonst gibt. Die Intelligenzen sind mir ein bisschen zu abstrakt. Es gibt so räumlich-kinestische Intelligenz und so weiter. Die gibt es wirklich.
finde ich auch, dass es also, dass man darüber Forschung machen könnte. Aber ich finde, das hilft einem im Leben nicht so viel. Also ich habe jetzt welche genommen, worüber man reden halten kann. Ja, also. Und ich finde, es gibt sowas wie normale Intelligenz, die ist bei uns alle gut. Es ist nicht so, die Bildung, also so, die sogenannte Bildung, wo wir die Festplatte vollgefüllt bekommen mit allen möglichen über Goethe und die Monsunwinde, Klimadiagramme und so weiter, das haben wir alle voll drauf, ja? Also mindestens auf Tütensuppenniveau. Also es gibt immer so Diskussionen, Schuhari in der Mathe zum Beispiel, die echten Lehrlingsmathematiker sagen, pass mal auf, erst lernst du Kästchenrechnung, ganz genau so. Und das ist schon mal gut, wenn du das kannst. Und irgendwie später, das kommt nicht sehr, das dauert nach der 13. Klasse, lernst du vielleicht mal selber ein Gedicht zu schreiben, aber vorher lernst du erstmal es zu analysieren. Also sind das Jammen, sind das Trochäen, wie viele Punkte gibt Weinparker für diese Gedicht, und dann sagen sie, Analyse hat gegeben 93 Punkte, also muss es wahrscheinlich schön sein. Ich habe lange mit den Lehrern mal diskutiert, könnt ihr den Kindern nicht mal ästhetisches Empfinden für Dichtung beibringen? Oder ist es nicht gut, dass man als statt einer Interpretation schreibt, das Gedicht hat mich bewegt? Das wäre schon besser, als wenn man es interpretiert, und dann sagen sie, nein, so weit kommen wir an der Schule nicht. Ja, also da fehlen gewisse Teile, und dann kann man auch ein bisschen lästern, dass die Schule oder die Bildung, was wir haben, immer mehr auf Tütensuppenniveau zurückfällt, weil sie immer standardisiert wird. Und dieses Bundesabitur und diese Prüfungen, die alle einheitlich sind, führen doch zu sowas hier oben aufschneiden, 220 Milliliter, oder? Und das macht es langsam gefährlich. Also ich könnte jetzt auch eine Reich-Ranitzky-Kritik über das Bildungssystem ablassen. Ich lasse das nicht. Ich sage, dass der emotionale Intelligenz schon seit Goleman mindestens so ungefähr seit 25, 30 Jahren entdeckt ist. Das haben sie auch zur Kenntnis genommen. Es passiert aber relativ wenig. Also das Zuhören findet nicht so wirklich statt. Also ja, das wäre auch sowas wie Trauen, Building Trust in Teams oder so, das ist eine Aufgabe. Das hat sehr, sehr viel mit Zusammenleben im Team zu tun, mit emotionaler Intelligenz. Und das funktioniert ja gerade faktisch nicht, und da kümmern wir uns eigentlich nicht drum. Und das ist auch nicht Gegenstand der Schule. In der Schule lernt man sowas wie ein bisschen Diener zu sein. Also man lernt betragen, sauber zu arbeiten, gehorsam zu sein, mitzuarbeiten, aber man lernt nicht irgendwie mal so Konfliktlösungen oder so. Das ist nicht so wirklich Gegenstand der Sache. Dann gibt es Kreativität. Da sagen jetzt auch schon langsam die Lehrer, dass die durch dieses einheitliche Tütensuppenniveau, wenn sie Bildung auf Tütensuppenniveau vorschreiben, also ganz genau Thermometer rein tun, 232 Grad, und dann die reinrühren und eine Minute aufkochen nach Stoppuhr, wenn sie das so machen, die Bildung, dann ist schon die zweite Stufe H, also Sahne reintun oder so ein bisschen. Im Chemieunterricht nehmen Sie statt Kaliumpermanganat mal Salzsäure rein und gucken, ob was. Denn Sie dieses variieren. Also im Chemieunterricht ist zum Beispiel dann verboten. Sie müssen es ganz genau so machen. Das Bildungsniveau sagt, ich bringe Ihnen einfach Rezepte bei. Und die Kreativen würden jetzt gerne mal was anderes ausprobieren, die werden aber gleich zusammengefaltet. Ich gebe den finalen Kreativitätstest mal. Ich finde ihn leider nicht auf YouTube. Ich habe das einmal gesehen und den Link vergessen. Ich weiß auch den Namen nicht mehr. Es hieß irgendwie mega, hyper, super, irgendwas kreativ. Da kriegten so Menschen Messing, nicht farbig, eine Messing-Büroklammer in die Hand und mussten sagen, 100 Sachen, wie man das macht. Was kann man damit anfangen? Merken Sie, dass Sie überhaupt nicht nachdenken? Ich hab jetzt 2 Sekunden Pause gemacht und Sie völlig sitzen so da. Sie sind schon gute Deutsche, also non-creative, also ist schon weg. Also verstehen Sie, jetzt im Geiste, also im Ernst. Sie nehmen 2 5-jährige Mädels, einen 5-jährigen Jungen, stellen ihm, hier ist die Büroklammer, was kann man damit machen? Sagt der Junge auf ganz leuchtenden Augen, geht spot an. Ich kann Mädchen pieksen. Dann sagt sie, komm, ich kann das als Ohrring nehmen. Dann sagt der Junge, kannst du in Ohren bohren, kannst du in der Nase bohren, kannst irgendwo bohren. Und dann, verstehen Sie, und dann kriegen Sie beide Mädchen, und dann geht zack, 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 und dann haben die 100 zusammen in 2 Minuten. Und die Messungen zeigen, dass bis zum 8. Lebensjahr alle Kinder, so 80% von denen mega hyperkreativ, die kriegen echt die 100 zusammen. Und normale Erwachsene mit 20 kriegen nur noch so
Reisekostenabrechnung. So, was ich Ihnen damit sagen will, nehmen Sie es hin. Mit 8 Jahren waren Sie in aller... Wissen Sie, was ich sagen will, gell? Also Tucholsky hat irgendwie so sinngemäß gesagt, guckt all die schönen, niedlichen Kinder, wie schade, dass es bald Erwachsene sind. Ja, und also das ist weg. Ja, das. Dann gibt es so ein Talent for Attractiveness, also der Deutsche soll sich mal richtig rausstellen und sagen, I'm the greatest. Das wird geradezu richtig, das wird nicht nur unterdrückt, sondern verachtet. Ja, also es gibt irgendwie typisch ungelernte Mathematiker, für so, die können das gar nicht, Informatiker haben alle einen hohen Autismusquotienten. Die Tests sind übrigens auf meiner Homepage, die können die machen, da ich habe alles statistisch gesichert. Manche Leute haben gar kein Farbempfinden, das sind alle Leute, die sich mit Sinn des Lebens, die haben mehr selbst gestrickte Pullover an. Und die Techies irgendwas, was ihre Mutter ihnen mal gekauft hat. Und dann gehen die in so Verkaufsmeetings und dann sitzen dann die Leute, diese geschniegelten Berater und sagen, mit denen rede ich schon gar nicht, verstehen Sie? Und dann sagen die Sinn- und Wahrheitssucher, das braucht es für Wahrheit nicht, Wahrheit braucht keine Krawatte. Sinn des Lebens braucht keine Schminke und kein Lippenstift. Und dann sei verloren, die Mehrheit sieht das so, verstehen Sie? Wenn Sie Sinn des Lebens, weil wir können nachher, Sie sollen ja sagen, was passieren werden soll, verstehen Sie, dann nehmen Sie wieder irgendwelche Lösungen ohne Lippenstift und ohne Krawatte. Und die werden von den anderen nicht akzeptiert. Verstehen Sie, Sie müssen doch Lösungen finden, die alle dann auch wollen. Und dann sagt man, lern doch mal Attractiveness. Und dann sage ich bei IBM immer, guck mal, ich habe auch schon Vorträge darüber gehalten, mehr Respekt vor Paris Hilton. Hört doch mal auf die Zicke zu jammern, dass sie 200 Millionen Cash gemacht hat. Dann macht doch auch 200 Millionen Cash. Kauft den und so weiter. Ja, und das, verstehen Sie, Sie können nicht professionell werden, wenn Sie gewisse von diesen Intelligenzen einfach wegmachen und hassen. Okay, und dann bleibt dann Vitality übrig, das sind die Leute, die Biss haben, die kommen dann ins Management. Es gibt wesentlich weniger Leute, die Biss haben als Managerstellen, das ist ein Problem. Deswegen muss man alle einstellen, die überhaupt nur beißen können. Dann wundern Sie sich, warum es so viele davon gibt. Das liegt einfach daran, dass sowas wie echten Willen keiner hat und das muss man irgendwie zaubern. Ja? Und dann wie Sinn. Sie müssten auch die Tests alle mal auf meiner Homepage machen. Können Sie mir das Ergebnis schicken, dann komme ich mal nochmal wieder her vielleicht. Auf meiner Homepage ist so also eine ganze Phalanx Hypersensitivity-Test, Autismus-Test, MBTI-Test und so. Und dann habe ich mich mal interessiert, welche Berufsgruppen welche Testergebnisse haben. Und die IBM-Menschen sind ja Informatiker typischerweise und sind 2/3 sind so Rechtshirn-Wahrheit dominiert. Keine Krawatte. Und die sind in der normalen Bevölkerung, das sind ungefähr die Piratenpartei, das sind so 7% nur. Und bei IBM sind wir aber in der Mehrheit. Und da habe ich meine Bücher angefangen zu schreiben über Menschen in artgerechter Haltung. Also insbesondere, dass Leute, die Krawatten anhaben, verstehen, wie sie managen über Leute, die keine anhaben. Ja, also das habe ich, das ist bei IBM so. Also die Krawatten, also die normalen Menschen gibt es nur im Top-Management bei IBM und normalen sind von dieser Sondersorte und das hat mich lange interessiert. Und da kriege ich seit 5 Jahren immer mal so, jetzt 2000 Ergebnisse habe ich gekriegt, ich kann alle Statistiken mitbringen und das hat jetzt aufgehört, also ich kriege nur noch so einen pro Woche. Nur nach der Republika-Rede habe ich 200 gekriegt, weil den Film so 50.000, 60.000 jetzt gesehen haben. 200 Resultate. Und wissen Sie, was da rauskam? Die Hälfte von diesen Antworten nach der Republika, die 14 Tage im April, sind eine ganz seltene, das ist fast die seltenste Sorte von allen Menschen, das sind Sinnsucher. Introvertiert, sehr mitfühlend,
sehr intuitiv bis zur Sprachlosigkeit. Die sind so militant, zickig, vegetarisch, wenn man sie so trifft, ein bisschen herb. Und wenn sie aber vor so einen Bildschirm gesetzt werden, dann haben sie ein bisschen mehr Zeit und können sich wahnsinnig gut schriftlich ausdrücken. Und das sind diese Blogger, die da gesessen haben. Und verstehen Sie, die repräsentieren 0,9% der gesamten Bevölkerung und haben jetzt irgendwie so eine intellektuelle Herrschaft in bestimmten Bereichen des Internets. Und da, es könnte sein, ich habe so ein bisschen Verdacht, Sie können ja sich selbst testen, ob Sie so in diesem Bereich sind. Und dann haben Sie zwar die richtige Meinung, Sie haben den Sinn des Lebens, Sie haben Recht und die Wahrheit ist Ihre, aber Sie sind nur 0,9%. Und deswegen, verstehen Sie, deswegen ist, Sie sagen immer, ich schlage so viel vor und die anderen machen nicht mit, weil Sie haben eine katastrophale Minderheitsmeinung. Und verstehen Sie, wenn Sie für Sinn des Lebens eintreten, müssen Sie trotzdem Wille, Attraction, Kreativität und auch Struktur mitbringen. Also Sie brauchen die volle Professionalität, sonst kommen Sie nicht durch, das wollte ich sagen, verstehen Sie. Und bilden Sie sich nichts ein, wenn Sie Weltmeister in Sinn sind, hier hilft nichts. Sie sind in der Minderheit, ja? Müssen auch irgendwas für Ballermann und Menschen machen. Was in der Industrie passiert ist, dass man diese Professionalität irgendwie nicht lehrt und auch nicht ins Erziehungssystem einpflanzt und auch den Leuten nicht beibringt, sondern man ersetzt sie. Das ist jetzt relativ klar, was ich gesagt habe. Also Creativity wird einfach übersetzt in Brainstorming Sessions. Es ist bewiesen, dass bei Brainstorming Sessions nie was rauskommt. Sonst schreiben Sie mir Ihre Ausnahme. Ich kenne keine. Es ist bewiesen, dass nichts rauskommt. Ist auch nicht die Idee dabei so richtig, glaube ich. Ich glaube, man muss mal kreativ gewesen sein. Dass wir haben uns wenigstens mal alle getroffen und ohne Druck über irgendwelchen Blödsinn geredet. Ich bin gescheitert zum Beispiel mit der dauernden 10 Jahre langen Forderung, dass wenn wir kreativ sind, dass die Frage, welche wir da in 10 Minuten Brainstorming errechnen, dass die Frage 14 Tage vorher publiziert wird, dass wir die vorher wissen, dann kann ich ja mit guten Ideen kommen. Dann haben sie gesagt, so siehst du aus. Dann mauschelst du. So, verstehen Sie, da kann ich stundenlang was dazu erzählen. Dieses Team ersetzt man durch Benimmregeln, ja, also wie beim Rewe, also da halten jetzt Hölzchen hoch, guten Tag. Gibt es welche, die haben schon ungefähr 1 Million Mal guten Tag gesagt und ich reiche immer die Kreditkarte rüber am Samstag und sie prüft immer die Unterschrift. Muss sie vielleicht, aber verstehen Sie, das ist EQ auf Tütensuppenniveau. Das ist, ja. Es gibt Eltern, die sagen, du musst immer Danke sagen, immer Danke sagen. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, bleib mir weg mit dem verdammten Danke, ich lehre meine Kinder dankbar zu sein. Das dauert ein bisschen länger. Sagt sie, ja, wo ist der Unterschied? So, ja. Und kennt das. Die Folie ist okay, ich muss ja auch langsam aufhören. Ja? Sie haben es verstanden. Demnächst wird das der nächste Milliardär. Kennen Sie Kahn? War schon auf dem Spiegel vorne drauf. Der hat einfach mal Videos genommen von schwierigen mathematischen Sachverhalten, das irgendwie auf eine Tafel gekritzelt und vernünftig erklärt. Und es zeigt sich, dass die Kids das wollen. Sie können sich jetzt wieder, verstehen Sie, Sie können wieder wie bei Büchern sagen, ich will aber Haptik, ich will ein Buch, ich will einen netten Lehrer in die Augen schauen. Gegenfrage, wie viele Lehrer waren denn nett? Ich will meinem Professor leuchtend zuhören. Frage, wie viele Vorlesungen waren denn gut? Verstehen Sie, ich sehe bei den Kids, dass sie die Vorlesungen nur schwänzen. Da kannst du nicht hingehen. Ich mache das einfach, das Skript durch und gehe in die Prüfung. Und wäre es nicht besser, dass Einstein einfach die Vorlesungen hält oder Watzlawick oder so? Und dann sagt ein normaler Professor, nee, oder? Die Leute wollen mich im Hörsaal, ich bin gut. Ich sage, nein, die kommen doch gar nicht, da sitzen doch nur 3. Und dann sagt er, ja, das sind die, die interessiert sind und die anderen mögen gehen. Verstehen Sie? Und der Pfarrer sagt eben, ich halte schlechte Predigten, aber es kommt doch nur auf Gott an. Und sagt, nein, attractive intelligence für Katholiken. Und so, und da kommen Sie nicht weiter. Jetzt wird das auf Videos gemacht. Und dann wird immer die Lehrer springen mir ins Gesicht und sagen, die Videos haben 15 Minuten, das ist zu kurz. In der Frühstunde darf 45 Minuten. Dann sage ich, ja, da kommst du erst 5 Minuten zu spät, dann sagst du, was wir letzte Stunde gemacht haben, dann beruhigst du die Leute langsam, dann erklärst du kurz, was ein Integral, fünfter Teil ist. Und dann mit Video geht das aber besser, nehmen Sie es hin. Kennen Sie Integralrechnung noch?
Können Sie das gut? Also das ist so eine wilde Kurve, so eine irgendwie, und da muss man so Treppen drunter machen. Also die Aufgabe ist, die Fläche unter der Kurve zu berechnen. Das ist, haben Sie ungefähr ein halbes Jahr gemacht, ja? Haben Sie es verstanden? Also ich nehme zwei Glasscheiben, so Thermopanscheibe, schneide oben auf, dass so ein, wie ein Terrarium aussieht, ja? Also da ist Luft dann. Und dann fülle ich Sand rein, so halb, und dann machen wir die Kurve genau in Sand nach. Also die modelliere ich Ihnen so ganz sorgfältig, dass die Kurve in Sand, ist okay, oder? Ich habe leider kein Bild mit, hätte ich jetzt ein Video machen können. Und dann nehmen Sie die Scheibe und schütteln die so immer so hin und her, und nach einer Minute ist der Sand flach. Ist auch klar, oder? Und wie viel ist die Fläche unter der Kurve? Länge mal Höhe. Das war's. Der Hauptsatz der Integralrechnung sagt, das Integral ist der Durchschnitt aller Funktionswerte. Ist doch klar, weil bei Schütteln kommt gerade der Durchschnitt raus, oder? Brauchen Sie ein halbes Jahr, um das nicht zu verstehen. So, das wird jetzt gemacht, die ganze Wissenschaft, da suche ich demnächst freiwillig, ich will mal so ein Portal eröffnen, ich habe bei IBM schon mal ein Wikipedia gemacht, da habe ich ein kleines Unternehmen, hat sich da als Neuergründung gemacht, die können das so mit Links irgendwas machen, demnächst rufe ich mal auf, irgendwo solche Beiträge zu liefern, ich habe es jetzt irgendwie, wir müssen mal was machen, also das mache ich dann, ja? Ich bitte dann um die Spenden von Ihren PowerPoints zum Beispiel und dann machen wir Ihren Namen daneben. Und wenn einer klickt, der will es über Skype echt erklärt haben, kriegen Sie 7,79 Euro Mindestlohn dafür oder so. Müssen wir noch irgendwie einen Punkt finden, wie das Businessmodell ist, aber ich fange jetzt mal irgendwo sowas an, von der Art zu machen. Weil da glaube ich dran. Ich sage nur die letzte Folie, was ist zu tun. Internet hätte ich gerne, also Herzschrittmacher auf Flight-Modus geht nicht, also ja, wenn Sie irgendwo mit dem ICE hier irgendwo in Süddeutschland rumfahren, gibt es kein Internet. Ich bin so froh über diesen Sackbahnhof in Stuttgart, dass der 5 Minuten anhält, dann kann ich meine Mails mal gucken, ja, und so weiter. Ich will nicht lange lästern. Kahn mache ich irgendwann mal selber, neue Ausbildungsformen. Die Frage ist, wie schulen Sie die anderen Intelligenzen? Wie schulen Sie zum Beispiel den Instinkt? Das findet praktisch nur bei der Fahrschule vielleicht statt, irgendwo moderat. Kampfsport gibt es das, ja, also praktisch, und es zeigt sich, ich bin bei 24 oder 25 Jahren, 26 Jahren im Studienstiftungsausschuss, also in der hochbegabten Auswahl, und die echten, richtig guten Spitzenbegabungen sind alle gut in Sport oder Musik. Ja, das ist nicht was mit IQ, sondern das hat wirklich was mit Creative, mit anderen Dingen zu tun. Sie müssen irgendwie die anderen Gehirnhälften, also nicht immer nur die Oberfläche, da die Festplatte behandeln im Gehirn, sondern den Rest auch. Das wird neuerdings mehr akzeptiert. Also praktisch, wenn ich Ihnen das als Philosoph sage, sagen Sie, Instinkt ist das Tier, das will die katholische Kirche einfach töten. Und Buddha will es auch töten und das soll einfach weg. Das stimmt nicht, weil praktisch vitale Intelligenz ist das, was heute am seltensten ist. Unternehmergeist und so, das sind Instinktmenschen, das sind die am meisten verdienen. Also wenn sie Geld verdienen, knicken sie die Schule unter Umständen und bilden ihren Instinkt aus. Also ich kann da lange drüber reden. Ich bin jetzt ein bisschen exzessiv, weil ich aufhören muss. Aber da ist ein Punkt, wo gar nichts getan wird oder Intuitionen bilden. Lerne ich, kriege ich Schönheit mit oder sowas. Gucken Sie in alten Brockhaus nach, da steht noch drin, ich habe einen von der Konfirmation noch, wo ich fast nie reingeguckt habe, in Wikipedia aber schon. Da steht unter Bildung, lernt das Wertvolle und Schöne und ästhetisch Gute seiner Kultur kennen und fügt es in seine persönliche Struktur ein. Also praktisch, dass man wirkliche Intuition für die Dinge bekommt. Das macht das Tütensuppensystem nicht. Und das müssen wir irgendwie wieder hinkriegen. Wir müssen zu der Bildung, wenn die Leute dann alle Professionals sind, müssen wir auch genügend Berufe für Professionals haben. Wir können uns nicht durch Niedriglohnpolitik alle Leute irgendwie irgendwo in diesen Briefträger, Taxifahrer, sonst was Sektor wegchecken. Das können wir nicht machen. Wir machen gerade eine Industriepolitik, die den Gewinn steigert. Und dann fallen hier die ganzen Jobs weg und dann entstehen die vielleicht in Singapur oder in Südkorea neu.
Das muss man nicht machen und deswegen würde ich neue Industrien machen. Persönlichkeitsentwicklung, da muss man irgendwie, ich habe gerade Manager gesagt, von Befehlen und Anordnen, alles auf Coachen und liebevoll Persönlichkeitsentwicklung machen. Das muss man dann bei den Lehrern wohl auch machen und bei den Eltern vor allen Dingen. Und sie diskutieren die ganze Zeit, warum in Deutschland eine soziale Spaltung ist. Das kann man jetzt an meinem Vortrag, könnte ich mit meinen Sachen jetzt einfach erklären. Das ist relativ auch schwarz-weiß gesagt. Sie sagen, wenn Leute aus guten Haus kommen, dann kriegen sie sofort eine Stelle. Wenn sie aus Migranten irgendwas prekär hinter, dann kriegen sie keine Stelle. Das liegt einfach daran, dass meine Kinder in voller Dröhnung in emotionale Intelligenz vorgehalten kriegen und irgendwie, was, mach mal was das und das und da kümmert man sich drum und den anderen gehen sie nur zur Schule und kriegen nur IQ und haben den gleichen Abschluss. Sie haben auch ein Informatikstudium gemacht und haben auch einen Ingenieurabschluss, aber sie kriegen keine Stelle. Weil sie einfach nur Fachidioten auf dem Gebiet sind und den Rest nicht gekriegt haben. So, und da müssen wir doch die ganze Bevölkerung irgendwie so, das ist ein Generationenproblem, da langsam hinschiften. Ich weiß nicht so genau, wie man das so einfach machen soll, weil die meisten Leute sagen, habe ich Unrecht. Und ich möchte ganz unten, dann höre ich auf, alles muss höher, also Sie ja auch. Fangen Sie nicht an, wieder Theorien zu machen, wie wir den letzten 5% das Alphabet beibringen. Das müssen wir auch machen. Aber wenn wir nur immer auf diesen 10% rumhacken, dann kommen wir nicht hin, verstehen Sie, dann bleibt es noch mehr Tütensuppenniveau, als es jetzt schon ist. Wir müssen wirklich alle hören. Dann müssen Sie irgendwie auch mal zu sich selber sagen, was können Sie nicht? Also ich kann keine Kugelschreiber rüberschreiben, was einen erheblichen Schaden macht bei meinem Lebenseinkommen. Wäre doppelt so hoch, wenn ich das könnte. Verstehen Sie, ich habe halb für Umme gearbeitet, mein ganzes Leben, weil ich das nicht kann, habe ich gerade erklärt. Und was ist das bei Ihnen? Und alle müssen, Sie können nicht immer nur auf die da unten sagen, mit mir ist alles in Ordnung und jene da unten, ja, die verwässern nicht. Ich gebe die letzte Statistik, 17% aller Schüler, es gibt eine Studie, fühlen sich dauerhaft unterfordert in der Schule. Was soll das denn? In einer Uni ist das nicht mehr so, da haben die dann schon aufgegeben. Sie sind dann so irgendwie schon weggedämmert. Dankeschön.